zusammen und willkommen zurück bei Control. Ich habe gerade mal eben wieder gesehen, dass das Spiel die Grafikeinstellung zurückgesetzt hatte auf dieses DLSS. Aktiviert das ja diese KI-gesteuerte Grafikoptimierung. Dadurch hatte mir das Spiel aber auch die Auflösung auf 1720 Pixel in der Breite reduziert. Man hat es vielleicht gesehen, vielleicht auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr es im Video fertig gerendert und hinterseht. Ich habe es auf jeden Fall wieder zurückgestellt. Jetzt bin ich ja bei der vollen Auflösung. So, wir stehen noch am Kontrollpunkt. Ich habe 4 Fähigkeiten, die wir hier verteilen können. Mal schauen, das kostet uns 3 Punkte. Genau, Psychschlag. Schleudern, das bauen wir aus. Sehr schön. Schleudert Granaten, Raketen, zurück auf den Gegner. 50 mehr schon, okay. Die kann ich jetzt eh nicht mehr, da habe ich nicht genug. Doch, hätte ich noch. Komm, das machen wir direkt mit. So. 50, 50, 50. Ja, na, mal schauen. Ob sie jetzt so wirklich so zeigt. Was können wir hier machen? Wir nehmen eine Waffenmodifikation. Drehfeuerrateschub. Okay. Hier fangen wir was. Schleudereffizienz erhöht. Warum hier? Fluchtenergie kostet minus 7. Das ist schön. Dann nehmen wir noch das hier. Energie, Regeneration plus 21. Achso, hätte ich auch. Na gut. Da geht ja ein bisschen was, ne? So. Ups, falscher Knopf. Nehmen wir mal diesen Knopf. Metall. So. Hat eine starke Mannstoppwirkung mit einem verteilten Schuss, der auf kurze Distanz ganze Gegnergruppen vernichtet. Das ist die Standardeinstellung, so mögen das Spartötungsserie. Nachladeeffizienz ist um 11% höher, das ist schön. Noch Drehfeuerrate, Schub exklusiv für Dreh, interessiert nicht. Kopfschuss, Dreh, das exklusiv. Genauigkeit ist schon mal interessant. Also ich nehme. Das mal. Die hier. Das scheinbar niedrigen Lebensschub. Ich nehme einfach die Nachladegeschwindigkeit, das hört sich gut an. Persönliche Modifikation. Habe ich ja jetzt auch noch so ein bisschen mehr hier. Energieschub plus 5, Lebensschub plus 20. Das haben wir ja schon aktiv. Das nehmen wir mal. Elementaufnahme, dass wir da ein bisschen mehr Leben bekommen. So, geht's zum Aufzug. Es heißt, Trench wurde erschossen. Die Lage verschlimmert sich. Ups. So. Und. Warte mal, wo muss ich denn jetzt hin? Forschungssektor. Dann machen wir das auch mal. Okay, da oben sollen wir hin. Interessant, ja. Also geradeaus weiter erstmal.
Forschungssektor des Federal Bureau of Control. Ich bin Dr. Caspar Darling, der Leiter hier. Jemand dachte wohl, dieses Video wäre toll für interne Kommunikation. Da schaue ich Sie an, Mr. Tomasi. Tja, das ist unsere Zauberkammer. Na gut, ich bin nun seit 24 Jahren hier. Ich war schon immer hier. In all den Jahren haben wir erstaunliche Entdeckungen gemacht, äußerst wichtige Studien verfasst. In all dieser Arbeit gibt es eine Gemeinsamkeit. Das ist, wie wenig wir wirklich wissen. Wir streben natürlich nach der Also, willkommen. Na komm. Okay. So. Was ist der andere? Das waren sicherlich nicht die einzigen, genau. Ein bisschen wenig Energie jetzt hier, ne? Das ist noch mehr. Nicht so weit weg. Böse, böse, böse. Wer schießt denn da? Die da. Erstmal den da hinten ausschalten, ne? Yay. Schleichen wir uns mal vorsichtig wieder zurück hier.
aufpassen, wo man hinläuft, ne? Zeig mir deine Füße. Was ist das hier? Sieht auf jeden Fall nicht sehr gesund aus. Da blinkt was. Oh, oh, oh. Scheiße. Das war jetzt echt dumm, oder? So, damit fing es ja vorhin auch erst an. Da kommt schon das nächste Opfer. Bestell mal schauen, ich habe ja wieder das Gefühl, dass die Grafik hier wieder runtergestellt worden ist. Ist nicht, na gut. Hier. Jetzt gucken wir mal, wie wir uns am besten um die anderen hier kümmern. Weit weg, okay.
waren sie ja noch lange nicht. Nee. Ach Mann, ey. Ich denke, wir sind uns einig, dass es noch nicht alle waren. Mal schnell hier. What? Schwarzsteinanalysen. Okay. Carla, kommt es dir auch komisch vor, dass Darling uns in seinen bizarren Videos haben möchte? Wir stehen doch einfach nur da. Wir dürfen doch nicht mal was sagen. Verstehe mich nicht falsch. Ich meine, besser als ein Tag im Labor. Außerdem ist es immer toll, mit dir zu arbeiten. Ach ja, ich bin mit den Vergleichsanalysen der beiden Schwarzsteinproben fertig, die du mir geschickt hast. Das Prisma, oder wie du es genannt hast, sie liegen an demselben Ort wie immer, unter C wie Carla. Eine praktische Eselsbrücke, oder? Haha. Egal, lass mich wissen, wenn du über die Daten sprechen möchtest. Ich erkläre dir gern alles. Vielleicht könnten wir bei einem paar Gläsern Wein oder am Abendessen drüber sprechen. Ich weiß nicht einmal mehr, wann ich das letzte Mal ein gutes Steak gegessen habe. Vielleicht können wir mal mit der Arbeit, nach der Arbeit zusammen essen gehen. Morgen hätte ich Zeit. Liebe Grüße. Robert. Noch irgendwas? Shelter. Sieht ungesund aus. Ob es jetzt so gut ist, dass ich hier weitergehe? Keine Ahnung. Wo ist das? Lead-Fragebogen. Ja, sind jetzt noch ganz eine Menge Sachen, die wir uns nicht angeguckt haben. Das ist okay. Was haben wir hier? Beantworten die Fragen innerhalb von 2 Minuten nach dem Hören. Hat das Lied bestimmte Erinnerungen wachgerufen? Wenn ja, beschreiben Sie sie. Spürten Sie zu irgendeinem Zeitpunkt ein starkes Gefühl? Falls ja, was für ein Gefühl? Tauchte bei dem Lied das klare Bild einer Waffe in Ihrem Geist auf? Wenn ja, beschreiben Sie es. Beschreiben Sie detailliert Ihre aktuelle Umgebung, wie Sie sie wahrnehmen. Mhm. Haben Sie jemals Stimmengemurmel gehört, als kein anderer anwesend war? Wenn ja, was wurde gesagt? Hören Sie es jetzt doch. Bitte wählen Sie aus folgenden Paaren einen Teil aus. 1 oder 2. A oder B. Tag oder Nacht. Apfel oder Orange. Ausbrennen oder verblassen. Okay, das ist dann, wenn sie hier drin sitzen. Okay, das wollen wir selber nicht ausprobieren, glaube ich.
verschlossen. Kreis gelaufen. Der ja. Ein Schweinchen. Das ist ja hier Neverending Story. Agent, okay. Der vertritt aber gar nichts mehr, denn er ist jetzt platt. Jetzt sind sie wohl alle platt.
wohl nicht durchkommen. Guck mal, welchen Weg das dann noch gibt. Da lang. Ah, da war ich ja schon, ne? Cafeteria, Dr. Darlings Office. Ja, auch schon. Oh, Toiletten. Okay. Das Herrenklo. Hier ist was. Ernsthaft jetzt? Nein, gut. Das ist hier nichts. Okay. Kann ich die kaputt machen? Ja. Darlings Office nach links rüber. Achso, das war da oben bestimmt, ne? Da ist es. Wie komme ich da hin? Da bin ich ja hier. Guck mal hier. Die Treppe geht ja noch weiter hoch. Dimensional Research. Nee, komm, wir gehen jetzt erstmal in sein Büro. Ich habe kürzlich Fragen ausgewertet. Zu den HRV. Wozu sind sie gut? Müssen wir sie immer tragen? Der Marshall, ne? Ja. Und was ist dieses Hadron-Resonanz-Ding überhaupt? Ich... Fuck. Egal, was Sie vielleicht gehört haben, HRV dient nicht der Überwachung. Wir verfolgen nicht Ihre Bewegungen. Astral-Egen-Männer, Gegenargumente. Da hätte ich doch noch was. Wenn Sie sie anhaben... Ja. Das tun wir sowieso mit, oder... Gut. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal an der Stelle eine Pause und dann suchen wir gleich in aller Ruhe weiter. Bis dahin, macht's gut.